Hallo zusammen, ich habe hier eine Wemo 47 Track mit zwei bzw. drei Optionen. Die 47 Track, das ist ein Auszugskühlschrank. Hier habe ich eine Wanne drin, da kann ich das rausheben. Oben habe ich ein Tabla, da kriege ich 1,5 Liter Flaschen rein und ich kriege so einen Kühlschrank auch unter eine Sitzbank von der Höhe her. Standard ist das eigentlich rechts, das heißt die Scharniere auf der rechten Seite. Ihr könnt das umbauen, das ist kein Thema, aber ihr könnt es natürlich auch bestellen mit Scharniere links. Zweite ist, wir sehen das hier an der Rückseite, das Aggregat hier ist nur lose mit zwei Schrauben angeschraubt. Das Aggregat kommt weg und wir haben hier Kupplungen montiert und eine längere Leitung. Standard ist die Leitung relativ kurz, einen halben Meter. Original ist das Aggregat hier oben montiert und eigentlich so gebaut, dass man es unter eine Sitzbank montieren kann. Habe ich aber diese Tiefe nicht hier, also mit dem Aggregat, kann ich das Aggregat extern setzen oder extern setzen mit Trennkupplungen, dass ich das Aggregat getrennt irgendwo montieren kann. Also das heißt, mit der Leitung durch eine Wand durchfahren, in die Wachskiste vom Boot oder in die Garage vom Wohnmobil und dann habe ich hinten in der Garage das Kühlaggregat, ich habe den Lärm weg, ich habe die Wärme weg. Punkt. Den Katalog hier, den verlinke ich euch natürlich unten. Wir haben es hier auf Seite 29 ist der Kühlschrank drauf. Mit diesen vielen Optionen, Kupplungen, Digitalthermostat hätten wir hier nicht, umbanden. Ja, ich verlinke euch das hier und dann hier auf der Seite 46 vom Katalog seht ihr die Kupplungen, den Beschrieb der Kältemittelkupplungen und somit, dass man diese Leitung effektiv trennen kann. Und das war's, ein kurzes Video von einem mittlerweile nicht mehr Sonderanfertigung, einfach bald Standard Kühlschrank mit externem Kühlaggregat. Ich mache euch hier ein Video nochmals über den Kühlschrank, wenn ihr mehr Interesse dran habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag.